Ja, ich sehe schon, da gibt es eine Rundführung durch meine schöne Stadt, die ich hier aufbaue. Und damit heiße ich euch herzlich willkommen zurück zu Fallout 4. Und damit eine weitere Baufolge. Einen Moment. Ja. Baufolge heißt, wir müssen mal ganz kurz alles, was noch brauchbar ist, verwertbar ist, nehmen wir mal kurz auseinander. Und zwar hauptsächlich eigentlich die Waffen, ne? Ja, vielleicht brauche ich irgendwann mal zwei Fat Men, man weiß Mir fällt ein, mein Hund hat noch mega viel bei sich. Komm, ah, nein, ich will ihn nicht erschießen, ich will von Hey. dir das Zeugs nehmen. Alles nehmen. Okay. Dann mal ganz langsam hier hin. Transfer. Wir lagern mal den Schrott. Herstellen will ich nur kurz verwerten. Da haben wir es mega viel Stahl. Das geht wahrscheinlich nur Holz, jawohl. Kann auch sein, dass ich an der Werkstatt mehr Material rausbekomme. Könnte durchaus gut sein. Ach komm, davon werden wir noch mal finden, ganz sicher. Gehärtetes Scharfschützengewehr. Das untere macht ja mehr Schaden. Ich behalte es mal. Kampfgewehr mit großem Magazin. Lassen wir auch mal sein. Gehärteter Verschluss. Nehmen wir auch auseinander. Kurzes Jagdgewehr. Davon habe ich auch schon eine auseinandergenommen. Kurzes Kampfgewehr. Ich glaube, ist gut. Alles sollte ich ja nicht auseinandernehmen. Ja, verlassen. Da will ich aber noch kurz transferieren, weil ich brauche die eigentlich dann nicht bei mir zu tragen, ne? Mal kurz gucken, wo es ist. Scharfschützengewehr behalten wir noch das andere. Das ist eigentlich alles schon gut. Also dann noch die ganzen Metallrüstungen. Nehmen wir alles miteinander. Also die geben gar nicht so viel, wie ich dachte eigentlich. Ja, auch das hier immer nur eins. Ups, 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 das sollte ich nicht. Ja, kurz verlassen. Kurz die Rüstung wechseln, weil wir haben da ja noch was gekauft in der letzten Folge. Und ich merke gerade, dass ich das immer noch nicht. Nein. Wie kann ich hier die Distanz wieder einstellen? Naja, egal. Dann haben wir es halt auf nah. Scheiß drauf. Also. Dafür ziehe ich den hier aus, ne? Nein, das macht aber schon Sinn. Oh, habe ich das für nichts gekauft. Gut, hier brauchen wir noch ein paar Taschen dran. Ja, danke fürs automatische Speichern. Das nehmen wir den mal auseinander.
meine Tasche. So. Da habe ich auch eine Tasche dran. Wir überprüfen kurz alles. Ohne Extras. Eieieiei. Tasche dran klatschen. Los. Bein verkleidet. Was bringt das? Das ist mir egal. Ich will eine Tasche dran. Ich habe gehört, dass eine weitere Siedlung in Schwierigkeiten steckt. Sie sind hier. Ich hoffe, du kannst ihnen helfen. Wir müssen den Leuten zeigen, dass sie sich wieder auf die Minutemen verlassen können. Ja. Super. Und jetzt? Ich habe heute frei. Heute Weg gebaut. Das läuft alles. Die Stromversorgung müsste ich noch verbessern, aber wir haben noch was. Wir könnten wirklich deine Hilfe gebrauchen. Upsala. Und was brauchst du denn? Was brauchst du? Was brauchst du? Wir haben ein Nest mit richtig fiesen Käfern hier um die Ecke. Wenn nicht bald jemand das Nest säubert, werden wir ein mächtiges Problem haben. Das wirklich Blöde an der Sache ist, dass der Ort sich super für eine neue Siedlung eignen würde. Ich kenne ein paar Leute, die sich sofort da niederlassen würden, wenn es sicher wäre. Wenn du dafür sorgst, dass die alte Werkstatt dort intakt bleibt, kann bei einer späteren Besiedlung leicht wieder alles aufgebaut werden. Wo sind die? Weißt du, wo dieser Ort ist? Och, sogar ziemlich genau. Ich hoffe, du findest sie und löscht sie aus. Okay. Ich weiß jetzt, dass das auch ein Ghoul ist, aber ein netter. Ist kein wilder Ghoul, sondern arbeitet mit uns. Also. Ich komme hier nämlich nicht mehr hoch. Also lagern wir die Palette mal. Jetzt geht's wieder. Ich lagere dich mal. Ich bin mir gerade am überlegen, wie ich das machen möchte. Weil eigentlich wollte ich nur... Ah, ich weiß, wie ich es mache. Ich weiß, wie ich es mache. Dafür muss ich hier aber noch weiter bauen. Komm, klatsch dich dran. Ja, dran. Ich glaube, auf dem Rechner ist das dann ein bisschen einfacher. Beziehungsweise es wäre einfacher. Soll ich es wirklich so nach außen bauen? Wäre theoretisch ja nicht schlimm. Es würde halten. Wir schauen mal, wie das aussehen würde. Das nimmt mich nämlich Wunder. Das ist das Falsche. Ich brauche Metall. Drehen. So, ist gut. Nein, nicht da dran. Oh, Junge. Oh, geht doch. Und hier. So. Obwohl, nein, warte. Hier zu, ne? Das sollte ich eigentlich noch ein bisschen präziser bauen.
kurz schauen. Würde ich nicht noch ein bisschen besser hier an die Wand bekommen? Der will einfach nicht so recht. Aha. Aha. Und jetzt? Wo ist die andere Wand? Ist das die hier? Ja. Warum willst du nicht? Warum willst du nicht? Ich habe eine Idee. Es könnte unter Umständen ziemlich cool werden, wenn ich das umsetze. Mache ich dann den Gang von hier aus? Also gut, Moment. Das werde ich so nicht hinkriegen. Von da aus müsste ich dann bauen. Ich habe die Idee, hier noch rüber zu bauen. Und zwar oben drüber wie ein Gang. Mit Treppe und allem. Dafür müsste ich dann von hier aber weiterbauen. Es dürfte sich aber als schwierig erweisen. Das ist ziemlich schwierig wahrscheinlich. Außer ich pflanze das Ding ein bisschen weiter nach vorne. Dann sollte es gehen. Ich könnte aber auch einfach einen Gang machen. Ich weiß nicht mal, ob ich genug Metall dafür habe. Oh, jetzt habe ich Pläne. Jetzt habe ich wieder Pläne. Ich habe noch nicht mal oben fertig gebaut. Und ich habe hier wieder Pläne. Richtig. Theoretisch ja, dann habe ich nachher aber ein Problem. Ist alles nicht gut. Das ist alles nicht gut. Ich muss das anders machen. Ich kann die leider nicht hier reinschieben. Das geht. Besser wäre es, wenn wir es noch ein bisschen drehen könnten. Ach komm schon. Wo liegt das Problem?
Also das klappt so nicht. Nicht so, wie ich es mir vorstelle. Okay. Nein, die Platte ist dann auch nicht gut. Ich verstehe nicht, warum ich das Ding nicht näher dran bauen kann. Das verstehe ich nicht. Ich verstehe das so nicht. Das ist mir wahrhaftig ein Rätsel. Das würde gehen. Sieht aber ein bisschen dahin gepopelt aus. Ich will nicht, dass es dahin gepopelt aussieht. Komm, noch ein Stückchen. Jawohl. So, jetzt. Kann ich dann da rüber basteln? Passt mir immer noch nicht ganz. Ich mag einfach den Zwischenboden hier, den mag ich nicht. Können wir das nicht irgendwie anders regeln? Kann ich dich nicht hier dran? Kann ich dich irgendwie noch verschieben? Wahrscheinlich nicht. Dann habe ich nachher noch viel größere Probleme, wenn ich das mache. Wie mache ich das jetzt? Ich überlege mir was. Ich baue zuerst oben weiter. Okay, Problem Nummer 2. Ich kann die Treppe nicht mehr weiter nach oben bauen. Warum genau? Baue ich jetzt von hier drinnen weiter? Können wir das nicht anders regeln? Es nervt mich, dass ich so viel Platz verbrauche. Vielleicht geht's mit einer kleineren Treppe. Wunderbar. Also gut, machen wir nochmal einen Zwischenboden. Also wie es aussieht, bleibt mir eigentlich nichts anderes übrig. Hier hinpflanzen. Nein, du würdest da direkt rüber gehen wollen, was? Das will ich aber nicht. Ich will nämlich eigentlich ein Plätzchen für mich. Nein, komm. Jawohl. So habe ich es mir vorgestellt, aber genau, diese Seite. Das passt schon.
Das passt schon. Das passt schon. Oder? Ja, klappt gut mit hoch und runter gehen. So, jetzt trennen wir das. Wir trennen das jetzt hier. Das ist jetzt der Punkt, wo wir es trennen. Sorry. Ich bin da komplett falsch. Ich will eigentlich Metall bauen. Genau so. Weil das wird jetzt mein Lager, mein Headquarter, wo ich mich dann drin aufhalte. Ganz oben. Da dreh dich so. Moment, wir müssen hier weiter bauen. Zack, und dann das letzte noch. Gut. Dann noch der Punkt mit der Artillerie. Ich darf nicht zu weit nach hinten, sonst falle ich runter. Gut. Dann hätte ich hier noch weitere Wachposten. Für alle Fälle. Es geht eigentlich nur um das Optische. Die werden ohnehin nie alle besetzt. Aber es sieht optisch einfach so viel besser aus. Willst du nicht? Ich will nicht runterfahren, ich will da nicht weiter. Ungenutzte Fläche. Naja, okay. Nein, ich will dich nicht einladen. Ist ganz gut so schon. Perfekt. So. Wir haben hier eine obere Fläche. Muss ich mich irgendwann auch ums Licht kümmern. So, jetzt noch die andere Seite. Das hier wird dann meins. Meins. Also. Wir bauen in die Höhe noch weiter, ne? Brauche ich jetzt den Boden eigentlich nochmal? Uah! Bin ich zu hoch? Ich glaube, ich habe zu hoch gebaut. Ich glaube, das ist das Maximale, was ich bauen kann. Einen Moment. Das geht nicht. Das heißt, das ist das Maximale, was ich jetzt gebaut habe. Und wir machen hier oben zu. Darf ich nicht? Darf ich nicht zumachen? Moment mal.
Ich darf nicht zubauen. Ziemlich dreist von dem Spiel. Ich will das doch nur so schließen. Also gut, dann habe ich eine andere Idee. Ich habe jetzt hier keinen Zwischenboden, oder? Ich habe irgendwo doch, nein, nicht einlagern. Ich habe irgendwo doch noch so einen mit einem Durchgang, ne? Den. Jetzt ein bisschen doof. Naja, passt schon. Kann ich hier eigentlich auch eine Tür bauen? Tatsächlich. Irgendeine, die farblich noch ein bisschen passt. Ja, das geht so. Ist aber kaputt von den Fenstern oben. Etwas Geschlossenes. Sehr schön. Jetzt machen wir das noch ein bisschen heimisch. Ja? Ein bisschen heimisch muss schon. Nein, nein, nein. Das ist dann allgemein viel besser eingerichtet. Hoffe ich. Obwohl ich so den Eindruck habe, dass es nach oben wandert. Ja, tut es, glaube ich, auch. Bisschen. Ja, es tendiert nach oben. So. Du. Auch schön auf dem Boden bleiben. Hier geht auch in die Luft. Warum? Achso, weil sie einen Unterschied hat vom Boden. Hier geht's aber auch hoch. Naja, das ist nicht ideal.
Da, passt mir nicht. Bisschen ist okay. Wandschmuck, Gemälde. Warum kommst du nicht? Warum kann ich dich da nicht dran nehmen? An die Wand. Tja, es geht nicht, schade. No smoking. Oh man. Da haben wir ja mega viel Zeugs. Dass man an die Wand nehmen kann, vor allem auch. Okay. Das sieht stark danach aus, dass ich da nichts an die Wand nehmen kann. Schade. Ein Bett ist hier sicher von Vorteil, ne? Das Bett machen wir hier. Dann Stühle und Möbel. Na, ich will einen gemütlichen Sessel. Kriegt man hier einen gemütlichen Sessel oder ist das mehr so Luxus-Scheiß? Das sieht doch schon besser aus. Ah, das ist was. Gut. Dann Tisch, ne? Breiteres? Nein, das ist ein Einkaufsregal. Müsste man dann zwar noch füllen mit irgendwas, aber naja. Stellen wir mal hier hin. Sonstiges, was haben wir noch als Sonstiges? Ein Fernseher, aber natürlich. Und hier noch ein Möbelchen. Wackelpuppenständer. Pflanzen ja auch dahin. So, das sieht doch schon mal ordentlich aus. Licht machen wir dann später mal. Wenn ich mich um das Stromzeug kümmere. Jetzt muss ich nur kurz gucken, wir müssen hier wahrscheinlich noch zubauen und die untere Fläche dann benutzen. Also ich wollte noch hier rüber bauen. Ich schau mal, wie möglich das ist und ob das umsetzbar ist überhaupt. Ich habe keinen Stahl mehr. Also von dem her sieht's doch dann eher düster aus, was das betrifft.
Das heißt, wir machen da ein andermal. Ich erkläre aber kurz, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich dachte, oh, die Seite ist noch ein bisschen ziemlich heftig offen. Die haben mich stark nach außen gebaut, aber das ist nicht allzu schlimm. Ich habe mir vorgestellt, dass ich hier oben drauf dann noch so eine Brücke hier rüber baue, auf dieses Dach. Und, keine Ahnung, vielleicht hier noch ein bisschen nach vorne baue und dann hier nochmal eine Verteidigungsanlage hinbaue. Das sieht dann ziemlich pompös aus, wenn man von hier aus kommt. Sieht es dann einfach geil aus, weil dann hast du hier noch so oben drüber, wo die Leute auch durchgehen können und vielleicht sogar noch eine Verteidigungsanlage, die wir dann irgendwie rechts, links hinpflanzen. Das wäre natürlich dann schon geil. Ja. Es sieht schon pompös aus, das Ding da drüben. Ziemlich groß. Genau, die Rüstung. Total vergessen. Die Rüstung. Ja, ihr seid hier fleißig am Arbeiten. Meine Kuh möchte da aber irgendwie nicht rein. Schade eigentlich. Ja, die Seite muss ich auch noch anfangen zu bauen dann. Da fehlt mir aber wieder Metall. Wieder Rüstung, ja. Immerhin regnet es nicht. Immerhin regnet es nicht. Der totale Optimist. Also. Transfer. Wir stellen dich mal hier an. Ich habe doch eigentlich... Habe ich die abgelegt? Habe ich sie zerstört? Ich habe doch Raider... Ich habe doch Gegenstände von einem... falscher Knopf. Okay, Moment. Ja, speicher du. Wo ist es? Raider? Also der Körperteile Mod. Habe ich es zerstört? Ich kann es mir nicht vorstellen, dass ich es zerstört habe. Vor allem bin ich viel zu schwer für das, dass ich das zerstört habe. Diverses Schrott. Dann habe ich sie zerstört. Dann habe ich die Raider-Gegenstände zerstört. Für den hier. Raider, Power, Torso, Helm. Ah nee, warte mal. Modifizieren. Helmlampe. Oh, cool. Da brauche ich aber ziemlich... Torso. Wow. Kann man ziemlich geiles Zeugs machen. Verlassen. Ich weiß nicht, wo ich die Raider-Gegenstände hingelegt habe. Wahrscheinlich habe ich sie wirklich zerstört, ich Idiot. Oh, das nervt mich jetzt. Es wäre Raider, hä? Huh? Ja, ich hab's nicht. Ich trottel. Ach, verdammt. Also gut, was machen wir dann jetzt? Was macht die Kuh da wieder? Mal kurz gucken, ob wir den Strom noch weiter nach links ziehen können. Wir machen das noch kurz.
ich nehme den Strom hier vorne durch. Und schauen, ob ich überhaupt genug Kupfer habe. Habe ich zu wenig Stahl dafür? Schade eigentlich. Weil sonst hätte ich einfach in die Höhe gebaut und jetzt dann oben drüber gezogen. Jetzt dann von der anderen Seite wieder runtergelassen. Haben wir nicht irgendwo noch ein bisschen Stahl? Wir bauen da dann später was anderes draus. Liegen. Kurz ein anderes Haus überprüfen. Irgendwo muss noch Stahl sein. Komm. Das habe ich schon total kahl geplündert. Ja. Total kahl geplündert, ja. Schau an, hier wächst wieder mal ein Baum. Also gut, versuchen wir es hier noch. Runden abpflanzen wir mal, man weiß ja nie. Ich habe überall ein paar Blätter hingeklatscht. Auch nicht so das Wahre. Ein Globus mit Schrauben. Das lobe ich mir. Das ist nur Holz. Das ist Stahl. Okay. Den Fernseher lassen wir stehen. Den Klappstuhl nehmen wir mit. Dich nehmen wir mit. Eigentlich müsste ich ja meinen Sohn suchen noch. Ich habe zu viel Spaß, andere Dinge zu machen. So, ich glaube, jetzt sollte ich so ein Pylon-Dingens bauen können, nicht? Jawohl. Also ich muss es hier halt einfach kurz oben drüber ziehen. Kosten die eigentlich auch Stahl? Ja, die kosten auch Stahl. Das heißt, ich kann eigentlich gar nicht allzu weit rüberziehen hier. Euch zwei noch verbinden. Hier sind viele Kabel. Sei es drum. Schieb mich nicht. So. Okay, von hier müsste ich dann weitermachen. Muss ich wahrscheinlich nochmal hochziehen. Und darüber. Aber es ist schon mal was. Es ist schon mal was. Wenn ich dann etwa hier bin, werde ich es dann wahrscheinlich etwa zu dem Gebäude dahin ziehen.
Hier könnte ich eigentlich noch viel bauen. Dann hier noch rüberziehen. Ja, das kommt gut. Das kommt gut. Aber ich sehe schon, wir sind wieder mal ziemlich lange schon... Oh, das Gebäude sieht einfach geil aus von der Distanz. Wir sind schon ziemlich lange dran. Ich will dann hier noch was anderes bauen. Wir sind schon bei 14 Leute. Was macht dann noch die eine Person, die noch dazugekommen ist? Wo bist du? Du rennst einfach rum, ne? Du rennst einfach rum. Du hast auch einen Auftrag. Wo sehe ich eigentlich, ob du einen Auftrag hast oder nicht? Ein Labor. Ich stell dich mal hier rein. Das geht nicht. Dann stelle ich dich einfach hier hin. Hier wächst auch wieder ein Bäumchen, ne? Hier wachsen regelmäßig Bäume. Schon ziemlich heftig, das große Ding, das ich da hingepflanzt habe. Mensch, ich habe immer noch Freude dran. Es ist riesig. Ich muss nur nach unten ausbauen. Ein paar Bette hin. Noch mehr Bette hin. Richtig viele Bette hin. Wahnsinn. Nun gut, wir machen so, ich mache jetzt mal eine Pause für diese Baufolge und wenn wir dann wieder Material gesammelt haben in den normalen Spielstunden, dann werden wir da, ja, Material sammeln und hier dann bauen. Das heißt, ich sehe euch in der nächsten Folge von Fallout 4. Bis dann.